ich schneide das später. Wir nehmen weiter auf, oder? Können wir machen. Ja. Also, 3, 2, 1. Aus dem Fenster. Voller Mongolis. Jetzt geht's los. Mai, bereit? Ja. Dann, go! Und hallo. Dürfte ich... Ach, nur du darfst weglaufen? Ja. So, unser Koop-Spiel. Oh, gut, dann war jetzt Kommentator. Mai läuft mal und übers Dach, Tür aufgesprengt, ganz klar. Oh, ich bin dran. Mai, du kommentierst. Und er rennt um die Ecke, springt wieder auf. Oh, die rennt auf. Oh, schon voll von jemand. Aber er weicht zur Seite aus und fliegt am Gang entlang. Wird schon anders werden. Aber er rennt einfach um. Er haut nicht fertig. Er haut nicht in die Tür. Und weg, weiter geht es. Er rennt, er gibt Gas. Er fliegt durch die Gänge. Hey, yo. Ist 9. Aber mit einem gezielten Schlag ins Gesicht. Mit einem Knie lockt er den Gegner aus, dann einfach ihn das Treppenhaus runter zu werfen. Alright, und ich bin wieder dran. Vincent steht ganz schön und Kopf taucht auf und da beginnt die wilde Jagd. Vincent und den ganzen Flur im Vollspeed runter und rechter Sprung gerade vorgenommen. Erste im Weg und ausgewichen. Klares Foul von dem Team und übers Bett. Schöner Überheber. Oh, da ist der Bulle ausgerechnet. Und es geht und dann rennt er um die Tür. Sprengt die nächste Tür auf. Und fliegt den Gang entlang, während noch hinter ihm ein auf dem Fersen ist. Und die nächste Tür auch mit kurzer Hand mit der Schulter aufgesprengt und direkt danach mit einem Regal verriegelt. Er verknüpft sich und kann damit einmal entgehen. Ist das schon eine Verfolgungsjagd? Oder wird er sich entdecken lassen? Während er sich durch den dunklen Raum schleicht, er schaut, der Gang scheint klar zu sein. 3, 2, 1, hup! Rübergeportet. Come on, open, goddammit! You're under arrest! Open! Alright! Hey, watch it! Und er springt überhaupt des Aufzugs am Seil, rutscht runter. Und zwei Bullen geradeaus und durch den Operationssaal. Schönes Ding. Mit blinken Flottenköpfe, was auch immer. Ab durch die Tür. Und die Tür ist zu. Das Ding ist zu. Jetzt ab auf die Boxen und hoch zum Gitter. Zum ersten Mal das gleiche Gitter, wo wir zwei Leute brauchen. Jetzt alleine. Also fürs nächste Mal wissen wir, man braucht mich nicht. Das war nur verarscht als Mitleid. Gut, jetzt ab durch den Gang. Schönes kleines Ding. Und da wechseln wir wieder. Und Bangarang. Let's go. Und wir sehen... Leo die nächste Tür rennt und diese verschließt und ebenfalls am Stuhl sich hat. So verschließe ich ja ihm. Oh nein, Side-Scroller. Und rennt nun weiter. Was war vor ihm? Oh, da sind direkt zwei weitere. Doch, er setzt sie einfach schnell aus dem Gefecht mit Knie und da schön Schritt-Tempo. Setzt er sie aus dem Gericht und den dritten auch schön mit der Dreifach-Kombo. Und er rennt dann vorwärts. Zack! Oh, da wird er voll getroffen. Da war er schnell genug. Und ein schöner Schritt, ein schöner Hake. Setzt auf den nächsten Gegner schnell aus dem Gefecht. Jetzt ist die Frage: Kommt er durch? Oh, da sind zwei weitere. 3. Aber er hat einen Kerzenständer, mit dem er einfach mal ganz kurz alle zwei ausnockt. Und der dritte kriegt einen aufs Knie und auf den Kopf und ist damit auch aus dem Gefecht gesetzt. Und der vierte auch. Schön das Bein kaputt gemacht, danach den Kopf, der ist hinüber. Oh, der ist auch härter. Da sind zwei. Oh, der kriegt aber auf die Fresse. Ich kann mich aber befreien. Frau geschlagen. Schöner Fernkampf. Und was kommt? Oh, da ist der nächste. Was sagt man dazu? Und er wirft einfach durchs Fenster. So, Vincent! Vincent! Aus dem. Und? Gibt's einen Kampf? Auch einen Side-Scroller vielleicht? Ich würde da nicht durch. Damn! I need to find a way out of here. Oh. Wieder sie entdecken lassen. Das ist ganz klar die Geschichte. Wird er sich verstecken? 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 Hinter der Wand zum Beispiel? Oder wird er sich entdecken lassen? Wir wissen es nicht. Oh, das Fenster, schön gesehen. An der rechten Flanke, vorbei am Gegner. Oh, shit. I don't know. I don't think he's that stupid. Okay. Wir wollen wissen absolut nicht, was sie machen sollen. Aber wofür hat man denn Freunde? Ich würde sagen... Warten. Aber sonst... Wird er jetzt nach rechts weitergehen? Jetzt zum Beispiel, wo sie gerade nicht weiter gucken? Wir werden es sehen.
Bis jetzt hält er die ganze Sache noch ruhig und schön durch. Das Ganze wie ein bisschen wie Matrix. Geht mal rüber. Einfach. Links, rechts. Links das Fenster. Muss ich das machen? Nein. Nein, nicht. Einfach mal rüber zum nächsten Pin. Siehst du. Und er geht hinter den Bullen. Oh, schön die Kamera drehen. Genau. Ein Schiff. Was ist das für eine Pflanze? Ich weiß es nicht. Könnte Aloe werden? Nee, ist nicht. Na gut, dann außenrum an der Kante. Wir wollen mutig sein. So wie jeder von uns das auch schon immer gemacht hat, wenn wir ein Krankenhaus besuchen. Und da ist die obligatorische Zufall-Leiter. Perfekt platziert. Schönes Ding, EA. Schönes Ding. Werden wir zurück zur Vincent kommen? Oder ist Leo der Einzige, der flieht? Umgekehrt. Ich will tiefer. Nicht da rein. Tiefer. Tritt er es ein oder wird er. Nein! Die Scheibe hält Stand. Ganz klares tiefer, Ding. Tiefer klettern. Und die Scheibe gibt nach. Was soll man sagen? Zurück zu Vincent. Glaube ich. Jo. So krieg ich euch die ganzen Polen ab. Hä? You're coming with me. Come closer and I'll shoot him. Put the gun down now. Shut up! I said back away, goddammit! You can't win this! Shut up! Don't do anything stupid! Back away! Get over here! Okay, okay. Wie viel Kugel denn dein, wie viel Kugel in deinem Magazin? Nehmen wir gleich. Fuck! Piece of shit door! Open! Ja, Moment! Na, endlich ist das Kackding auf. Sie hätten locker drüber schießen können und den Kopf erwischen. Na egal. Ernsthaft, die Übergänge sind einzigartig. Die sind richtig gut gemacht, die Übergänge zwischen den Charakteren. Ich glaube, die sieht oh, ich. Crap. Oh, und jetzt damn. Zwei Bullen zum ersten Mal auf Vincent. Vier Bullen auf Vincent. Wird er hinter die Absperrung rechts von ihm gehen und in Deckung gehen? Zufällig? Oder wird er sich entdecken lassen? Er setzt sich und nimmt die Tarnung aufrecht. Schönes Ding. Jetzt das obligatorische nach unten gucken, sich an Kopf kratzen. Nein, nein, nein. Okay. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. You seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Das mal keine stay away. Call for any of us, okay? Will do. Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Uh-oh. Thank you. Stay safe, ma'am. Uh-oh. Das war eine knappe Geschichte. Vincent schön ausgewichen den Bullen im Hitman-Style. Wenn er sich jetzt noch eine Top-Pflanze aufsetzt oder in einen Karton verwandelt, dann wissen wir, Metal Gear Solid hat seinen Einfluss gehabt. Schön an der Krankenschwester vorbei, die Bullen rufen möchte, wenn sie ihn entdeckt. Oder auch nicht, das ist gut. Auch schöne Idee. Ab zum Fahrstuhl, würde ich sagen. Carol gefunden, weg von den Bullen. Und jetzt raus aus dem ganzen Krankenhaus. Ja, Tür ist zu. Chef ist dicht. Weiter geht die Geschichte und ich sehe mich nicht. Also, wird kommentiert. There he is. Oh, vor in die Flanke gerannt. To hell with it. I'll jump out of the window. Durch das Fenster und. Mit Leertaste. Oh! Glück im Unglück. Glück im Unglück. Und da kommt auch schon Leo an. Schön immer noch mit dem Bullen. Are you shitting me? Come on! Schließt euch die scheiß Tür auf. Fuck! Surrender! Freeze! Shit! Du wolltest doch wissen, wie viel Kugeln das hat, ne? Mhm. Come on! Leer. Let's go! Könntest du vielleicht irgendwie kurz die Tür zum Beispiel? Damn, I need to help him. Yeah, true. Also, go. The car. Also, they can. Geh zum Bullenauto. Ah, schade. Ja, du nimmst jetzt den Schrott über. There he is. Ramm die Bullenautos, ich komm da rein. Ich glaube, du bist eh der bessere Fahrer von uns. Also, zumindest im Spiel. Alles andere, ne. Da war gerade ein Geisterbulle, hast du gesehen? Ich hab das Auto. Oder so. Im Matrix-Style ausgewichen. Schön gemacht.
Wenn jetzt Agent Smith noch raushüpft, dann weiß ich, in welchem Film wir sind. Ja, tanzt der oder? Ich glaube, da müsste ich mal Musik einbinden. Oh, tschüss, little bitches! Hurra! Das war doch nicht. Ach, schön, dass du das so 10 Minuten gefragt hast. Ja. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich hab ein kaputtes Auto. Gute Stoßdämpfer. Gute Stoßdämpfer. Sehr schöne Stoßdämpfer. Wie das was? Schnecke die Schnack, zack ab oder was? Das war's tatsächlich. Keine Schießerei. You sure it's a good pilot, right? Yeah, kind of sure. Was, Pilot? Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Pilot. Don't worry. Emily's a great pilot. Oh, yeah. She was practically born on a plane. Ich, ja, eigentlich Pilot, sowohl männlich als auch weiblich. Alles cool, oder? Waffendealerin, Pilotin. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? But does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. What? I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico! Die Kleidung gefällt mir jetzt schon. Come on, Harvey. Oh, scheiße. You gotta believe me. I'm telling you the truth. So, I would never say anything. I would never do that. You know that. And I didn't say anything. They tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Let him go. Oh, thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. You're a good man. Thank you so much. Thank you. I will never forget this. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Todos. Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. Whoa. Whoa, wait. What? No. No, no. Ah, die Epilog-Klamotten. Oh, ist das eine steife Weste. Hey, here you go. Oh, wie die passt. Vincent, who is this Emily really? Don't even ask. Ich hab da so ein ganz doofes Gefühl, woher ihr euch You ready? Kennt. Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah, but it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. Yeah. Oh, yeah. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. Gucken, I haven't even seen a parachute before. Man. It's not that hard. You just pull a cord. Ja, aber dann haben wir Spielstelle durch. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Oh, ernsthaft? Nicht durch den Dschungel? Dass wir ein bisschen mehr haben? Das Fuck wird you. Nicht, das wird nicht mehr sein. Ich hab was bei dem Boot, jetzt einfach. Alright, alright. I mean... Ja, jetzt. How hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On your also, way down. Hey, that's not even funny. Relax. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Why are you being cocky now? Jump? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Ich
Ernsthaft? Sorry, that's just, it's coming with it. Just get it on the plane, okay? Got it. Richtiger Womanizer hier, ey. Ja, das ist ein perfekter Punkt. Na, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die ganze Folge gefallen hat oder das ganze Jagen, das Kommentieren oder den anderen Schwachsinn, den wir hier gemeinsam gemacht haben, lasst mir ein Like da. Wenn ihr mal lustig findet, hey, lasst mir ein Doppel-Like da. Nee, so besser nicht, weil das ist kein Like mehr. Also lasst mir auch ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oh! Wenn es noch nicht geht. Arcade Game. Woo. Kannst du mitspielen? Moment, sieben. Nächste Folge. Cliffhanger. Warte mal, komm mal dran. So, Cliffhanger. Können wir nächste Folge zusammen spielen? Das und mehr. Abonnieren, dann verpasst ihr es nicht. Vielen Dank. Euer Wolf.